Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. So positiv das ist, dass das Thema Unterbringung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen gleich durch mehrere Anträge in dieser Sitzung debattiert wird und damit auch der Bedeutung des Themas endlich Rechnung getragen wird, so schlecht ist es doch, dass wir die beiden heutigen Anträge nicht zusammen besprechen. So wären die Unterschiede in den Zielen der Antragsteller deutlicher erkennbar. Die FDP scheint in ihrem Antrag eher auf die sicher bitter nötige finanzielle Hilfe für die Kommunen abzuzielen, während der Schutz, die Perspektive und die Position von Flüchtlingen doch eine eher sehr untergeordnete Rolle spielen. Da setzen wir andere Schwerpunkte, aber dazu kommen wir ja, wenn wir unseren Antrag in einem späteren Tagesordnungspunkt beraten. Ich möchte kurz auf die positiven Elemente des FDP-Antrags eingehen und diese herausstellen. Wir begrüßen nämlich Ihre Forderung nach Unterstützung der Kommunen bei Bauvorhaben von Unterbringungen, auf jeden Fall, und auch bei der Erstattung der Krankheitskosten der Flüchtlinge. Das kann man nur unterschreiben. Auch die Forderung, die Pauschalen an die tatsächlichen Fallzahlen anzupassen, können wir etwas abgewinnen. Und wir fordern in unserem Antrag ja auch, dass über die Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände beraten wird. Und wir fordern auch, die Kommunen grundsätzlich finanziell zu entlasten. Aber wenn wir uns nur um die finanziellen Sorgen der Kommunen kümmern würden, wie Sie das hier vorschlagen, und nicht gleichzeitig auch um die Sorgen und Probleme der Flüchtlinge, dann würden wir immer weiter mit denselben Fehlern weitermachen. Diese Fehler wurden auch vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 18.07.2012 festgestellt, die darauf hinauslaufen, wir müssen in Deutschland für eine menschenwürdige Unterbringung von Schutzbedürftigen sorgen. Wir brauchen mehr Geld, aber eben auch mehr Vorgaben und Standards bei der Versorgung von Flüchtlingen. Denn sonst haben wir künftig keinerlei Kontrolle darüber, dass die zur Verfügung gestellten Gelder auch bei den Menschen ankommen, für die sie bestimmt sind. Aber um all das geht es Ihnen ja offensichtlich gar nicht. Sie schreiben in Ihrem Antrag, ich zitiere, eine von Ressentiments geleitete Asyldebatte wie zu Beginn der 1990er Jahre muss vermieden werden. Zitat Ende. Und dann nämlich gleich im einen Absatz weiter eine von Ressentiments geleitete Debatte anzufangen. Sie schreiben zu den Schutzsuchenden aus Mazedonien, Serbien und Bosnien-Herzegowina, dass sie oftmals sozial benachteiligt sind, auch gesellschaftlich diskriminiert sind. Aber ein Recht auf Flüchtlingsschutz sprechen sie ihnen ab. Und damit fordern Sie genau das Gegenteil dessen, was wir vor der Sommerpause mit unserem Antrag keine Abschiebung von verfolgten Minderheiten in den Westbalkan gefordert haben. Wir hatten in der Debatte dargelegt, warum die Landesregierung Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien im Bundesrat eben nicht zu sicheren Herkunftsstaaten erklären darf. Die Situation für Minderheiten in diesen Ländern ist katastrophal. Auch immer mehr Gerichte stellen fest, dass Antragstellern im Fall ihrer Rückkehr, zum Beispiel nach Serbien, asylrechtlich beachtliche Nachteile drohen, Pässe werden eingezogen und so weiter. Zuletzt bestätigt wurde das durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Münster, dass ernstliche Zweifel an der Entscheidungspraxis, die im Moment geübt wird, Asylanträge von Roma aus Serbien, als offensichtlich unbegründet abzulehnen. Spätestens nach diesem Urteil, Herr Stamp, sollten Sie Ihren Vorschlag noch mal überdenken. Aber schade, dass Sie sich vor der Sommerpause nicht an der Diskussion beteiligt haben. Vielleicht hätten wir Ihnen erklären können, dass es generell falsch ist, das Konzept sichere Herkunftsstaaten zu unterstützen. Denn es pervertiert das Recht auf ein individuelles Asylverfahren. Aber ich glaube, an dem Punkt, wenn ich gerade Ihre Rede verfolgt habe, kommen wir nicht zusammen. Also halten wir fest, Sie wollen Flüchtlingen helfen, indem Sie die Landesregierung auffordern, das Asylrecht zu verschärfen. Sie wollen Flüchtlingen helfen, indem sie ein Zweiklassen-Asylsystem etablieren, das Asylanträge von Minderheiten aus dem Westbalkan schneller und weniger gründlich bearbeiten soll. Sie wollen Flüchtlingen helfen, indem sie schneller ins Elend abgeschoben werden. Ich kann das nur ablehnen. Sind Ihre Forderungen, mit denen Sie die Kommunen unterstützen wollen, tatsächlich nur Makulatur? Fangen Sie auch an, im Trüben zu fischen, wie Ihre Kollegen auf der rechten Seite? Ich hoffe, Sie können das in den Ausschussberatungen noch aufklären. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.